Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Enclave. Das ist jetzt die zweite Folge. Vorher kam Let's Play der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, wo wir morgen abkürzen müssen. Und später kommt noch eine wahrscheinlich sehr kurze Folge Let's Play The Lord of the Rings Adventure Card Game. Diese Folge wird 34 Minuten, eigentlich soll das die gestrige werden. Aber gestern habe ich es irgendwie verpeilt. Ja, beim letzten Mal haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben die Druiden getestet und haben die ersten beiden Ebenen vom verbotenen Adgard geschafft. Die Druiden war sehr stark. Bei der dritten Ebene sind wir, haben wir es leider nicht mehr geschafft. Die werden wir heute nochmal versuchen. Und danach werden wir dann mit dem normalen Spiel mit der geteilten Stadt weitermachen. Aber jetzt werde ich das erste Mal das verbotene Adgard probieren. In Gegen die Finsternis 3. Diesmal werde ich es mal mit einem Krieger spielen. Also mit dem Ritter. Weil am Ende von dem dritten ist halt ein Ork-Anführer und der war halt unser Tod bei Druiden. Und auch die Assassinen waren sehr übel. Aber ich glaube, die sind im Nahkampf nicht so stark. Und da ist halt der Ritter besser. Das heißt, wir wählen einen Ritter. Wir haben 1300 Gold zur Verfügung. Erstmal wollen wir das neue Rundschild ausprobieren. Und hier nehmen wir die Zwergenarmbrust mit... Ja, wie viele Bolzen? Ich nehme jetzt mal 40 Bolzen. Ich glaube, Bolzen brauchen wir nicht unbedingt. Beim Nahkampf hätte ich gerne mal... Wir hatten zum Beispiel schwere Keule für 300. Oder wisst ihr was, ich nehme bei den Bolzen wirklich nur 20. Das sind jetzt nicht großartig viel, aber dann haben wir einfach mehr Geld für andere Sachen. Die schwere Keule vielleicht, was mir auch aufgefallen ist, ist die Zwergenaxt. Beide 300. Der Krummsäbel sind auch 300, wie sieht der denn aus? Ah, das Rundschild sieht sehr cool aus. Wie sieht die Zwergenaxt aus? Oh, die ist schön. Und die schwere Keule. Das ist ein Hammer quasi. Steht ja unten. Ja, ich nehme jetzt mal die Zwergenaxt rein. Ich glaube, die Zwergenaxt ist ganz praktisch hier. Und dann will ich noch zwei Heiltränke haben. Eine Rüstung lasse ich mal weg. Und ja, dann probieren wir das mal. Wir wissen jetzt schon ungefähr, was uns erwartet. Der Krieger haut halt viel besser im Nahkampf zu und der hat halt auch mehr Leben, glaube ich, als die Druiden. Werden wir gleich herausfinden. Wir wissen jetzt schon, was uns erwartet und ich hoffe, dass wir nicht den ganzen Part brauchen. Ich hoffe, wir sind ein bisschen fixer. Wieso bist du am Anfang mit der Armbrust ausgerüstet? Mag ich gar nicht. Nahkampf bitte. Stirb meine Zwergenaxt. Da ist der erste Goblin schon tot. Und da ist der zweite tot. So, da ist einer der Assassinen. Ja, im Nahkampf sind die nicht so stark, da ist er schon tot. Und da ist der eine Ork. Ja, leider sind wir fast tot. Wir brauchen noch einen Heiltrank. Ja, dann haben wir jetzt keine Heiltränke mehr übrigens. Ah, da sind wir gestorben. Okay. Wir haben 5 Feinde überlebt. Kacke. Ja, irgendwie war das jetzt nicht so. Aber die Assassinen im Nahkampf. Hat man gerade eben gesehen, im Nahkampf sind sie deutlich leichter. Beim Fernkampf, die wuseln halt so rum und die haben irgendwie enorm Resistenz gegen Fernkampf. Deswegen hatten wir beim letzten Mal bei der Druiden so Probleme. Das probieren wir nochmal. Weil an sich, der Ork zum Beispiel ist schnell in die Knie gegangen, die Goblins auch. Ich weiß noch nicht, ob sich das Schild lohnt, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Schild lohnt sich nicht. Weil auch jetzt gerade, ich habe ein paar Mal das Schild benutzt.
Aber ich konnte nichts abwehren. Wieso schmiert das Spiel schon wieder ab? Mann, das nervt so mit dem Abschmieren. Ihr habt leider gerade Weiß, das sehe ich schon. Ich schau mal, ob ich jetzt gleich Spiel wiederherstellen kann. Na? Geht's vom Weiß weg? Ich hätte gerne. Danke. Da haben wir's. Jetzt probieren wir es nochmal. Ja, das Abschmieren ist wirklich nervig. Und jetzt gerade habt ihr leider einen Bildhänger. Ich bin nämlich gerade auf Fortsetzen gegangen. Gegen die Finsternis Teil. Und Ritter. Vielleicht lassen wir die Zwergenarmbrust tatsächlich mal weg und probieren eine Rüstung. Ich warte nur gerade, weil er schaltet gerade nicht um. Warum nicht, Spiel? Kannst du bitte umschalten? Ja, ich kann auch gerade nicht ins Aufnahmeprogramm klicken. Das ist ja ätzend. Ich hoffe, der Bildhänger vergeht bald, weil gerade eben ist ein Bildhänger drin. Die Zeit ist auch gerade eben eingefroren. Ich kann gerade nichts machen. Ich werde jetzt trotzdem weiterspielen. Ich werde jetzt nicht so lange warten. Wie teuer ist eine Rüstung? 500. Wir hätten jetzt gerade 340. Wir können auch eine schwächere... Ah, jetzt sind wir beim Ritter. Cool. Wir könnten natürlich auch eine schwächere Nahkampfwaffe nehmen. Und eine Rüstung. Das probieren wir mal. Also keine Zwergenaxt, obwohl die gerade sehr stark war. Dann nehmen wir jetzt mal... Ja, das Breitschwert vielleicht, das war ja gar nicht so schlecht. So würden wir nämlich auch eine Rüstung tragen können. Probieren wir es mal so. Zack. Ich verstehe nicht, warum er dann gleich auf die Armbrust geht. Naja, probieren wir es mal so. Jetzt machen wir natürlich weniger Schaden, aber wir leben dafür länger. Ich weiß zwar nicht, ob sich das 100% lohnt. Bei der Druide hatte ich nicht das Gefühl, dass die Rüstung groß was geändert hat, aber der Ritter ist ja auch ein Nahkämpfer. Das heißt, ich switch gleich wieder auf den Nahkampf. Da ist der erste Goblin tot. Stirb, Goblin. Ja, okay, wir leben tatsächlich deutlich länger. Wir haben bisher kaum Leben verloren. Da ist der zweite auch tot. Schild vorhalten. Ja, hier hält das Schild jetzt. Stirb, Assassine. Da ist sie tot. Und die andere kam uns zu nahe. Das war nicht klug für sie. Da ist sie auch tot. Da ist der Ork. Da ist er tot. Im Moment läuft der richtig gut. Wir haben noch keinen Trank ausgegeben. Okay, das Schild macht doch einen Unterschied. Da ist sie auch tot. So, jetzt kommen die beiden Ork-Bombardeure. Die könnten jetzt gefährlich werden. Spürt mein Breitschwert, ihr Bastarde. Aber bisher läuft es richtig gut. Wir haben nur noch halbes Leben. Einer ist tot. Beide sind tot. Cool. Immer noch halbes Leben und kein Heiltrank bisher gebraucht. Das ist der Kriegsfürst. Zeit für den Heiltrank. Der ist ja sehr gefährlich. Was? Was? Okay, das war gerade seltsam. Ich habe den Heiltrank genommen und dann wurde ich erschossen von hinten. Ich habe es genau gesehen. Okay, ja, jetzt gerade am Ende waren wir genauso weit, wie wir mit der Druiden waren. Okay, die Rüstung macht beim Krieger sehr wohl einen Unterschied, haben wir gerade gemerkt, weil wir haben viel ausgehalten. Blöd, blöd, blöd. Ich glaube, das am Ende ist halt wirklich das Schwere. Ach, und wieder schmiert das Spiel ab. Boah. Ja, das nervt mich gerade wirklich, weil das Problem ist, wir schaffen so nichts. Wir schaffen so nichts. Wir müssen andauernd neu starten und schaffen nichts. Das ist... Wir haben jetzt erst knapp 10 Minuten verbraucht, aber trotzdem.
Das war gerade ärgerlich, weil wir hätten es fast geschafft. An sich finde ich den Krieger immer noch gut. Das Breitschwert hat jetzt auch gar nicht so wenig Schaden gemacht. Wisst ihr was? Ich lasse die Armbrust mal weg. Ich glaube, hier ist niemand im Fernkampf. Deswegen lasse ich die Armbrust mal weg. Dann können wir nämlich eine stärkere Nahkampfwaffe verwenden. Dann schaffen wir den Gegner vielleicht auch. Dann können wir nämlich doch die Zwergenaxt benutzen. Wobei die Zwergenaxt jetzt sehr kurz erschien, mir von der Reichweite. Ich nehme mal den Krummsäbel. Weil der Krummsäbel hat genauso 300 Kosten wie die Zwergenaxt. Jetzt sind wir bei 0 übrigens. Also jetzt haben wir den Zwergen, haben wir den Krummsäbel, Rundschild, zwei Heiltränke und die leichte Rüstung. Ich lasse die Armbrust mal weg. Weil man merkt schon, der Ritter ist eigentlich kein Fernkämpfer. Die Jägerin oder die Druiden sind im Fernkampf wesentlich besser. Jetzt müssen wir auch nicht die Waffe switchen, weil wir haben nur eine. So. Oh, der Krummsäbel ist richtig schön schnell. Da ist der erste schon tot. Und da ist der zweite auch tot. Schild vorhalten. Da ist sie tot. Ja, blöd, wenn man mir nichts anhaben kann, ne? Fernkämpfer, schon scheiße. Tot. Drei Schläge mit dem Krummsäbel und so Assassin ist tot. Zwei Schläge und der Ork war tot. Vielleicht habe ich zum Schild auch vorher nur verkackt. So, damit sind die beiden Ork-Marodeure tot. Da ist der Hauptmann. Heilen. Kurz rumlaufen. Der, die Schattenassassine. Au! Der Schattenassassine hat uns so schnell getötet. Er hat uns auch jetzt gerade getötet. Aua. 9 Feinde überlebt. Ich glaube, wir hatten den Hauptmann gerade besiegt. Okay, das ist jetzt hoffentlich unser letzter Versuch. Das war sehr geil gerade. Der Hauptmann hat uns auch nicht so viel Schaden gemacht. Ja, das ist doch hier nice. So, da hier nochmal probieren. Ich hoffe halt, dass wir hier nicht zu viel Zeit jetzt rein verschwenden. Der ist tot. Der ist tot. Die sterben halt wirklich schnell. Der Krummsäbel ist richtig geil. Ich mag zwar die Zwergenaxt eigentlich lieber vom Geschmack. Aber der Krummsäbel ist halt verdammt schnell. So, Assassine tot, Assassine tot, der Ork. Der Ork hält nur 2 Schläge aus, und stirbt er. Hier habe ich mich jetzt mal geheilt, weil wir hatten zu viel Leben verloren. So, stirb. Stirb. Schattenassassine. Scheiße. Heilen. Die zusammen sind halt der Tod. Der Rockhauptmann ist tot, nur die Schattenassassine lebt. Stirb, Schattenassassine. Ja, sag bitte, dass wir es geschafft haben. Nein, wir haben es nicht geschafft. Noch eine Schattenassassine, aua. Du lebst noch? Fuck. Okay, ja, die Schattenassassinen machen so viel Schaden. Wir haben jetzt den Ork-Hauptmann getötet und die Schattenassassine, aber die machen halt Salven. Und die Salven kennen wir von der Jägerin selber spielen. Die machen so viel Schaden. 10 Feinde überlebt. Meine Fresse. Hoffentlich schaffen wir es diesmal jetzt. Leider haben wir jetzt schon knapp die Hälfte des Parts verbraucht, also zumindest die Hälfte eines normalen Parts. Ah, das nervt mich gerade. Ich meine, man wird ja gewarnt, dass große Herausforderungen vor einem liegen, aber diese Schattenassassinen sind ja mal abartig stark. Auch mit Tod.
Goblin tot. Die normalen Assassinen. Ach man, und natürlich ist das Spiel wieder abgeschmiert. Die normalen Assassinen machen auch Schaden, wollte ich sagen. Aber die kann man halt sehr gut durch das Schild abhalten. Und schon wieder ist das Spiel abgeschmiert. Das ist schon wieder das dritte Mal jetzt. Oh man, komm schon. Wir haben doch schon eine Viertelstunde verbraucht. Ich will jetzt nicht den ganzen Part hier mit der einen Herausforderung verschwenden. Aber ich glaube, in dem Fall ist der Krieger eine gute Wahl. Ich glaube, die Druiden, gerade gegen die Schattenassassinen, die im Fernkampf so abartig wie aushalten, ist hier, glaube ich, die falsche Wahl. Das probiere ich nochmal. Weil wir hatten ja jetzt 10 Feinde getötet. Ich wette, die letzten beiden Schattenassassinen wären auch die letzten gewesen, die wir hätten töten müssen. Weil dann wären es 12 Feinde. Ich glaube, mehr wären es nicht. Also hoffe ich. Ach, kommt schon. Ich... Ein Goblin tot, zweiter Goblin leicht tot. Zu Assassinen jagen. Tot. Man darf hier halt nicht runterfallen. Wir wissen ja vom Steroiden, wenn wir runterfallen, sterben wir automatisch. Tot. Ork. Tot. Die sind auch tot, da kommen jetzt die Bombardeure. Tot. Jetzt Konzentration, erstmal weglaufen. Heilen ganz dringend. Ich hätte ja lieber erst die Schattenassassine. Weil die macht... Na, heilen. Heilen, heilen, heilen. Weglaufen. Nein, ich bin doch weggelaufen. Mann, das frustriert gerade ein bisschen. Wir waren so gut. Wir waren so gut und diese scheiß Schattenassassinen. Ich glaube, es sind meine Hassgegner. Die gehen ja über die Magier. Mit ihren scheiß Salben. Du kannst denen kaum ausweichen und die machen richtig Rums, wie man ja jetzt schon ein paar Mal festgestellt hat. So, Goblins tot. Der Anfang ist ja jetzt nicht mal mehr besonders schwer. Leider ist es teilweise ein bisschen schwer zu treffen, die Gegner. Tot. Ork. Tot. Assassine tot. Die auch tot. Und jetzt Konzentration. Was? Wieso? Never ever. Sorry, Freunde, ich beginne gerade frustriert zu werden. Wieso? Der Ork-Häuptling hatte uns nicht mal getroffen, geschweige denn gekillt mit einem Angriff. Das kannst du knicken. Never ever. Der war gerade niemals so stark. Kannst du knicken. Ah, Mann. Scheiß Goblins. Lass euch töten. So, hier ist der Ork. Erstmal den Nahkampf, weil die belästigen einen sonst. Dann der hier. Und wieder schmiert das Spiel ab. Boah. Ja, sorry, ist gerade ein bisschen ein Rage, ich weiß. Wieso muss das Spiel jedes zweite Mal abschmieren? Weil das gerade eben war ein guter Durchlauf, aber das Spiel schmiert ab. Sowas zackt halt. Ja, kannst du bitte jetzt neu starten? Wir haben ein Zeitlimit einzuhalten. Wieso nicht? Wirklich, sowas nervt. Sowas nervt. Sorry. Sorry, ich bin gerade frustriert. Ich will nur dieses ein Level zumindest schaffen. Aber das will ich schaffen. Ja, zur Not machen wir länger. Das ist mir relativ piepe.
Ehrlich gesagt, ich will dieses eine Level schaffen. Seit startet es zumindest wieder, danke. Gerade eben hat es nämlich nicht gestartet, weil eben hat sich's geweigert zu starten. Leider habt ihr gerade mal wieder Schwarzbild. Gefällt mir auch nicht. So, jetzt bin ich wieder beim Ritter. Ah, jetzt seht ihr auch wieder was. Ja, ich überlege gerade, ob man vielleicht den Krummsäbel gegen den Hammer-Test ausprobiert. Ich probiere mal den Hammer. Das ist ja die dritte 300er Waffe, die schwere Keule. Ob die vielleicht noch mehr Schaden macht. Aber die ist halt wahrscheinlich langsamer. Aber wir können es mal testen. Ich glaube, man braucht halt eine schnelle Waffe. Das ist der Punkt. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Wir werden doch in der Viertelstunde wohl dieses Level schaffen. Wir waren ja schon recht weit. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, als ob wir noch nichts geschafft hätten. So. Mein lieber Ritter. Oh ja, der Hammer ist sehr langsam. Oh, ein Schlag und Wumms. Der Hammer ist aber echt langsam. Tot. Ich meine, der Hammer macht viel Schaden, wie ich gerade merke. Aber der ist echt langsam. Weiß ich nicht, ob der ein zu langsames Spiel hat. Zwei Schläge und der Ork tot. Mein treues Schild hält einen Pfeil ab, böse Assassine. Tot. Heilen. Da war gerade der Scheiß-Schattenassassine. Erstmal muss der Orkhauptmann sterben. Ach, dieser Scheiß-Schattenassassine mit seiner Drecksalbe. Ja, der Hammer, ich probiere ihn jetzt nochmal, aber gerade eben war der mir zu langsam. Dieser scheiß blöde, dreckige Schattenassassine mit seiner Salbe, wirklich. Ein Hass auf die Schattenassassinen. Welcher Game-Entwickler hat die eingebracht? Bam. Dann, wenn der Arme ordentlich trifft, macht er One-Hits. Wenn er nicht ordentlich trifft, macht er zumindest Two-Hits. Also schwach ist er nicht. Aber bei den Schattenassassinen und bei dem Ork-Hauptmann am Ende. Braucht man natürlich mehr als Schläge. Da haben wir jetzt gerade Schaden abgekriegt. Das hätten wir nicht abkriegen müssen. Scheiße, wir sind auf Rot und schimmernd. Ich werde noch keinen Heiltrank nehmen. So, jetzt nehme ich den Heiltrank. Ich habe gerade den Heiltrank genommen. Ficken. Ja, ich weiß schon, sowas sagt man eigentlich nicht. Liebe Kinder, nicht nachsagen. Bildungsauftrag erfüllt. Mann, also ich nehme wieder das Krummschwert. Der Hammer macht viel Schaden, aber der ist mir zu langsam. Der ist mir einfach zu langsam. Weil mit dem muss man ordentlich treffen und die Gegner sind dafür zu schnell zum ordentlich treffen. Dann nehme ich wieder das Krummschwert. Weil der Krummsäbel war wirklich schnell. So, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Wir kommen immerhin immer bis zum Ork-Anführer. Das ist schon mal cool. Aber ja. Nicht weiter. Und wieder schmiert das Spiel ab. Gerade eben ist wieder das Spiel abgeschmiert. Wirklich, wieso? Das ist Zeitverschwendung, das nervt. Das belastet doch. Ja, gerade eben wieder das Spiel abgeschmiert. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, beziehungsweise 10 Minuten. Ich will doch nur dieses eine Level schaffen. Das ist doch wohl nicht so viel verlangt. Und zwar ohne, dass das Spiel abschmiert. Ich meine, vielleicht müssen wir das auch später machen, tatsächlich. Wenn wir noch bessere Ausrüstung haben.
Aber eigentlich würde ich das gerne jetzt schaffen, aber zur Not meist auch später. Ich meine, zumindest testen wir jetzt die besten Sachen vom Krieger. Das ist ein Anfang. Ich hatte zwar eigentlich das Schild die ganze Zeit vorgehalten, aber scheißegal. Leider nur noch halbes Leben. Töte ihn sofort, Heiltrank. Aua! Mann, ich hab doch gerade einen Heiltrank genommen! Komm schon, ich will dieses Level schaffen. Ja, wir haben nicht mal mehr 10 Minuten jetzt. Ich mach das jetzt noch, das ist mir egal. Weil in nicht mal 10 Minuten brauchen wir gar nicht in ein normales Level reingehen. Das lohnt sich nicht. Spiel, wieso schmierst du dauernd ab? Wirklich, nein, das ist gerade der Part der Enttäuschung und der Part des Abschmierens. Warum, Spiel? Das ist wirklich gerade ätzend. Ich glaube, jetzt probiere ich mal die Jägerin. Mit dem Elfenbogen. Weil es der stärkste Bogen ist. Und, ja. Vielleicht die Granatenpfeile. Die probieren wir mal. 25 Granatenpfeile. Ja, keine Ahnung. Und halt den Krummdolch. Außerdem die Rüstung, die ist bei ihr, glaube ich, sehr wichtig. Obwohl, den Krummdolch lasse ich weg. Und Heiltränke wollte ich deswegen. Ja, probieren wir mal die Jägerin. Keine Ahnung. Ich denke eigentlich, dass die Jägerin hier nicht so gut ist, weil man Salben kann man halt hier nicht machen. Aber keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Weil, wie gesagt, in der kurzen Zeit brauchen wir jetzt gar nicht. Bumm. Das sind die Granatenpfeile übrigens. Hör mal, ordentlich rums, glaube ich. Brauchen aber eine Weile zum Schießen. Ich weiß nicht, ob die zu langsam sind. Ork. Scheiße. Bumm. Ein Schuss und tot. Vielleicht ist die Jägerin hier doch gar nicht so scheiße. Tot. Heilen. Jetzt kommen die Ork-Bombardeure. Na, wollt ihr mal eine Pfeil in der Fresse? Bumm. Bumm. Oh, Flächenschaden. Schön. Da ist der Hauptmann. Heilen, 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 heilen. Weglaufen, 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 weglaufen. Lauf. Ich will jetzt nicht sterben. Ja, da sind wir gestorben. Okay, diese Granatenpfeile sind ja recht nice. Die Granatenpfeile machen anscheinend auch Flächenschaden. Probieren wir mal nochmal. Wir haben ja noch 5 Minuten. Ansonsten müssen wir es echt später machen, aber einmal probiere ich es jetzt noch. Leider sind es so wenige, wir hatten jetzt am Ende nur noch 9 Pfeile. Die darf man nicht verschleudern. Ich glaube, hier gehe ich in die Ego-Perspektive. Bumm. Bumm. Wieso nicht? Stirb. So, danke.
Leider ist halt dieser rote Punkt immer noch schwer. Ich sehe dich schon, Ork. Wo ist er? Da. Ich heile mich mal. Töte ihn. Ach man, und wieder ist das Spiel abgeschmiert. Ja, toll. Toll, super. Das war gerade sehr gut, aber das Spiel ist mal wieder abgeschmiert. Ja, 4 Minuten haben wir noch. Ich starte das Spiel nochmal. Sorry, Freunde, ich versuche hier echt mein Bestes. Mich kotzt es an, dass das Spiel dauernd abschmiert. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, dann heißt es immer irreparabler Fehler. Und bevor man das überhaupt richtig sieht, ist es schon beendet. Okay, jetzt das letzte Mal werde ich nochmal mit der Jägerin versuchen, aber ich werde die Pfeile wechseln. Obwohl die Granatenpfeile echt nice sind. Aber 25 sind da eigentlich zu wenig. Wir könnten die 60 Distanzpfeile versuchen oder die 120 Feuerpfeile. Ich nehme mal die Distanzpfeile. Mal sehen, wie die so machen. Ja, ich weiß schon, ich nehme hier keine Nahkampfwaffe, weil der Krummdolch, wir haben ihn zuletzt gesehen bei der Jäger, bei der Droiden im letzten Part, der macht halt irgendwie kaum was. So, mal sehen, wie die Distanzpfeile sind. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Schieß, Jägerin! Tot. Oh, ich sehe die schon wieder nicht. Da ist eine. Ich muss einen Heiltrank nehmen. Diese scheiß Assassinen. Aua. Wir sind fast tot. Bleib stehen, Ork. Tot. Aber leider heilen müssen wir. Da lebt halt noch irgendwo eine. Ich sehe sie nicht wirklich. Das ist mein Problem. Wir haben keine Heilung mehr, ne? Wir können nichts machen. Greif an, Jägerin. Ja, keine Chance. Keine Chance. Okay, damit hören wir auf. Ich mache hier auf Mission beenden. Wir probieren diese Mission zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ich habe es jetzt leider sehr oft versucht. Leider war das ein erfolgloser Part, weil wir es nicht geschafft haben. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich glaube, am besten standen wir jetzt im letzten Level mit tatsächlich mit dem Ritter. Weil mit dem Ritter hatten wir immerhin den Ortanführer geschlagen und den ersten Schattenassassinen. Leider gab es halt dann nochmal zwei. Hätte es die nicht gegeben, hätten wir es vorher geschafft. Weil mit der Droidin beim letzten Part kamen wir zumindest bis zum Ortanführer, aber halt nicht weiter. Und jetzt gerade mit der Jägerin, da kamen wir jetzt mit den Explosionspfeilen mal zum Ortanführer. Ich meine, die Explosionspfeile waren ziemlich cool. Jetzt gerade die Distanzpfeile fand ich jetzt nicht so episch, weil man muss mit denen halt genau zielen und das ist echt schwierig, habe ich gerade gemerkt. Weil halt die Auflösung so klein ist und man die Gegner kaum sieht und kacke. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann in die geteilte Stadt gehen, da werden wir dann das normale versuchen, weil es waren jetzt zwei Parts
quasi diese Bonuskarte. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, würde mich freuen. Und ansonsten wäre es schön, wenn ihr natürlich auch noch die anderen Projekte verfolgen würdet. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.